Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblinstone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goblinstone. Ja, beim letzten Mal sind wir in das Lager der Halflinge eingedrungen und da wollen wir auch heute noch weiter drin rumstöbern, um die gefangenen Orks dort zu retten vor der Untotenarmee, die sie gezwungenerweise bekämpfen müssen. Ich würde einfach sagen, wir ziehen jetzt direkt in die Schlacht. Unsere Kameraden sind ausgestattet. Let's go. Nein. The goblins hasten to the camp to search for survivors. The goblins rush to the aid of a young orc, buried in the wreckage of his own prison, too weak to escape. They struggle to help the orc from the rubble, determined to accord him a breath of free air to ease his suffering. At the sound of their hurried summons, the old orc assists in freeing his trapped kinsfolk. The goblins are left bereft at the sight of the young orc's undeniably fatal injury. The weakened orc is overjoyed at the familiar sight of his savior, whom he addresses as Elder. He asks about the fate of the orc commander, hopeful that their leader safely escaped this wretched camp. The old orc speaks with evident grief in his words. He confides that all who escaped with him have been killed, including his only son, the orc commander, whom he buried in the old woods. Wie traurig. Fortitude unshaken by the ill news, the injured orc hands over a scroll, stolen from the prison warden's chambers. Finding peace in this final affront to his halfling captors, he closes his eyes as his heart ebbs into silence. Agitation flares into fury. The prison warden must account for his vile acts. Zeit für Rache. Wo ist unser Anfängsblessing? Wir kriegen noch am Anfang immer ein Blessing. Oh. Ja, das wird direkt ausgerüstet. Gegen Undead, das kriegt er hier. Armor kriegt logischerweise er. Lootungschance. Gebe ich tatsächlich einen von denen. Wenn ich dieses Soulgate mache, könnte ich drei auf einmal blutend machen. Neuer Zombie. Was kann der? Auf jeden Fall charge ich den erstmal nach hinten. Geheilt muss keiner werden. Im Ernst, was mein Anfangsboost? Waka! Boah, die Falten, die sind so mächtig.
Schade. Ach, der kann boosten. Und zwei gleichzeitig kloppen. Hex. Und tschüss. Ich finde von den Stärke her sind die Hunter mit Abstand die besten. Schon mal Heilung für später. Wir haben eine sehr gerade Strecke. They give pause at the looming appearance of a malevolent white enshrouded in shadow. It slowly writhes forth, hunting the same quarry. Cowering under the creaking gallows, the sniveling warden mules for help. The white, sensing the goblin's presence, abandons the halfling in favor of more suitable prey. Um Gottes Willen, wir haben einen Bosskampf direkt. Horror of the Woods. Shadowhack, unglaublich hat der viel Ableben. Intercept. Zeigt ihr den Finger der Macht. Was hat er mir gerade angetan? Curse of the Maker. An enemy's skull is summoned each time you use an ability that costs two or less. Also muss ich eigentlich reinhauen. Ansonsten wird ein Skull gesummoned. Exploding Skull, der Name gefällt mir schon nicht. Eebie-jeebies. Der heilt sich an mir hoch. Der ist fies. Komm. Der gefällt mir nicht. Waren die wenigstens eine Kettenexplosion, wenn ich die vernichte? So, zwei von den Köpfen wieder weg. Ja, gegen Bluten bist du wahrscheinlich immun.
Also hau ich einfach so drauf. Ich habe ihn schwächer gemacht. Kann man den Curse auch loswerden? Charge! Oh, immun gegen Charge. Curse of the Reckless, das hat den alten Curse weggemacht. Ach, das hat ihn nur noch schlimmer gemacht. Okay, jetzt kommt safe immer einer. Ich will gar nicht wissen, wie viele von den scheiß Skites kann er denn haben? Okay, dafür sind die Explosionen von denen nur halb so schlimm. Könnt ihr die nicht wenigstens auch explodieren, wenn ihr sterbt? Ich sollte versuchen, diese Dinger zu ignorieren. Ich kann das gar nicht verhindern. Nächstes machen die so gut wie gar keinen Damage. Dem Magen machen die generell keinen Schaden. Ihm will ich exposen. Schade, dass ich nicht Items im Kampf nutzen kann. Finger, ich dir zeigen. Jawohl, ich kann ihm endlich eine Falle geben. Shop. Das hat sogar den Kopf dahinter umgebracht. Jetzt hör mal auf, ey. Armor habe ich mehr als genug. Er ist nicht immun gegen Stun. Er resistet es nur die ganze Zeit. Ich hab den Kopf irgendwie doppelt gehittet. 2 Stunden später. '47. Geh endlich down. Alter, der hält so scheiße viel aus. Fall endlich um. Die Köpfe sind überhaupt kein Problem. Die sind vollkommen lachhaft. Und ganz ehrlich, der macht eigentlich auch so gut wie gar keinen Damage, aber gerade weil er die ganze Zeit diese scheiß Köpfe holt, kriege ich den gerade nicht kaputt. Weil da ständig irgendwas im Weg steht und der heilt sich dann einfach. Ich habe wahrscheinlich den Großteil von dem Kampf rausgeschnitten. Weil der halt durchgehend das gleiche macht. Der macht mir den Curse drauf und dann kommen die ganze Zeit diese explosiven Köpfe.
Und halt, dass er sich die ganze Zeit hochhält. Jetzt fall halt nicht um! Oh, jetzt stehen wie Köpfe wieder vorn. Meinetwegen kann der Kopf vor mir dran sein. Dieses Schatz stirbt. Ewigkeiten hat der gedauert. Ja, explodier ruhig. Juckt mich nicht. Das war sogar ein Erfolg, den zu töten. The Warden emerges from hiding. He gibbers on incoherently in a miserable attempt to impart gratitude. Gazing closely upon his countenance, the goblins mark him as one of the adventurers in the dungeon who stole their supplies and killed their kin. Begging for clemency, most undeserved, the Warden barters for his life, offering his personal cachet of treasure. With a growing sense of pity for the crusty-nosed halfling, the goblins cannot muster the spite to strike him down. At the sight of their hesitation, the Warden seizes the chance to scamper off into the dark, leaving his treasure behind. Reluctant to further distress the old orc, the goblins decide to keep the Warden's escape amongst themselves. Without disclosing its source, they reveal the Warden's cachet to the orc. Cautiously, he kneels and opens the chest with great care. Beneath the gin cracks, baubles, and copious amounts of cheese lies a suit of orcish armor, accompanied by a single inordinate helmet. He gazes at length upon the object before cradling it to his chest. It is the helmet of his dead son, the orc commander. Through the smoldering ruins, the old orc surveys what remains of his people, a series of ragged, leaderless, and broken souls. The orcs gaze back at him with doleful eyes. He finds his grief replaced by an ebullition of fervor and clads himself in the armor of his fallen son. The elder orc dons the helmet to once again assume the mantle of commander. Title he left behind many years before. At the sight of their commander, the orcs rally to their leader. He marches them north to their home deep within the hinterlands. Ja, das hätten wir dann geschafft, ne? Ich glaube nicht, dass da irgendein Gegner jetzt noch kommt. Nee, Exit. Ja, dann Dismantle. Hab mehr davon, das zu verscherbeln, als das zu behalten, weil das würde so oder so dann weggeworfen werden. Aber Alter, dieser Bosskampf, der war nur nervig, ne? Also, ich habe wahrscheinlich wirklich viel davon rausgeschnitten, weil der hat wirklich durchgehend das gleiche gemacht. Er hat erst seine Curses auf mich gemacht und danach hat er sich geheilt. Und dann, der Hauptschaden kam wirklich dadurch, dass diese Köpfe in mir explodiert sind, aber da die eh nur zwei Schaden gemacht haben, waren diese Köpfe so, wirklich ignorierenswürdig. Ich konnte den Schaden, den die verursacht haben, jedes Mal wieder hochrallen. Also, der Kampf war einfach nur nervig. Der war nicht mal schwer, der war wirklich nur nervig. Nochmal eine Sequenz. The old orc pays a surprise visit to his dear friends, the goblins. He is joined in company by a merry band of orcs,
reveling in their newfound freedom. As the goblins step forth to welcome them, cheers and chants erupt from the joyous crowd. Hand in hand, they affirm the start of a timeless friendship between orc and goblin. They aver that their newfound alliance, tempered by the bonds of battle and goodwill, will never wane. During the ensuing revelry, the goblins are invited to visit the Green Shores to bear witness to the genesis of a new orc capital. Chapter 3. Queer Incidents. A new day dawn. Ja, da haben wir dann ein neues Kapitel erreicht, ne? Okay. Das kann ich dann wahrscheinlich jetzt im nächsten Kapitel besuchen, ne? Ja, hier, Green Shores. Wir können mit höchster Wahrscheinlichkeit nichts verbessern. Da kriege ich nochmal 500 Gold. A Goblin Acolyte has wandered into your campgrounds. The Acolyte plays a supportive role by recovering lost life for its allies. That is until it feels the rare urge to bludgeon an opponent with divine fury. Okay. Only the keen and eager are welcome. Neuer Typus haben wir hier. A promising addition. I have high hopes for this one. A promising young fellow. Wahrscheinlich haben wir dann jetzt auch einen, ja, hier einen Akkulatsguide. Verbrauchen wir aber Holz. 4 Stück und das können wir definitiv nicht kaufen. Das hält sich immer an Grenzen, was man bei ihm kaufen kann. Ja gut, ne? Unsere Hallen sind voll. Wir können da nicht viel dran ändern. Muss da erstmal ausbauen, bis ich neue dazu holen kann. Ich würde einfach sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Der Bosskampf hat mich gerade schon genug abgemüht hier. Also, der war einfach nur nervig. Ich habe ja schon gesagt, der hat halt wirklich durchgehend das Gleiche gemacht. Da habe ich wahrscheinlich mehr als die Hälfte vom Kampf rausgeschnitten, weil ich so harte Probleme hatte, sein Leben runterzukloppen. Man merkt, wie stark ein Heiler im Team sein kann. Ich würde gerne wissen, was der eine noch an Fähigkeiten hat. Zumindest die Fähigkeiten schon mal angucken. Sacred Shield. Warum werden mir keine Werte angezeigt? Also er kann auf jeden Fall ein Schild machen, eine Heilung. Er kann wahrscheinlich negative Effekte auch wegmachen. Also einen von ihnen und einen von dem Magier dabei zu haben, wäre wahrscheinlich nicht so doof. Na gut. Aber damit dann jetzt wirklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.